Aber hier hat er Sachen auch einfach rausgenommen. Und so. Ist ja auch interessant, weil diese Partitur hat auch immer, sieht immer ein bisschen vorläufig aus. Ne? Und ist, deine Partitur ist eigentlich auch vorläufig noch. Ne? Also es gibt ja immer noch viele Änderungen. Und so. Ja. Ja. Wirst du noch Sachen ändern jetzt an der Singing Garden? Ja. Ich war nur kleine Fehler, muss ich. Die Blockflöte soll aber nicht mehr spielen am Schluss, ne? Ja. Gar nicht mehr. Aber als Dirigent. Als Dirigent, ja, genau. Wir erzählen es aber keinem, damit ich noch weiter Konzerte damit. Weil betrifft Toshio Hosokawa. In den 70er Jahren kamen Sie zum Kompositionsstudium nach Berlin. Warum wollten Sie zu Itanyun? Ja, als ich 17 Jahre alt war, habe ich ein Orchesterkonzert von Itanyun in Tokio gehört. Und diese Musik war für mich faszinierend. Und ich suchte Kompositionslehrer. In Tokio gibt es Kompositionslehrer, aber die sind sehr konservativ. Die unterrichten nur europäische Harmonielehre und Kontrapunkt. Und ich möchte so neue Musik studieren. Und habe gehört, dass er in Berlin unterrichtet. So, und damals mein japanischer Lehrer war Freund von Itanyun und hatte einen Brief geschrieben, dann Herr Jun schrieb ihn zurück, dass er frühzeitig nach Berlin kommen sollte. So bin ich nach Berlin gekommen. Wann wussten Sie im Studium das erste Mal, dass Sie auf dem richtigen Weg sind? Ja, am Anfang habe ich nur europäische Musik, europäische neue Musik studiert. Und diese Musik war für mich faszinierend. Aber während des Studiums habe ich gemerkt, dass ich nicht Europäer bin. Also ich komme aus anderen Hintergrund. So habe ich über japanische Musik, also japanische Philosophie angefangen zu studieren. Dann also habe ich meine eigene Klänge, eine eigene Musik gefunden. Woran inspirieren Sie sich heute und damals beim Komponieren? Ja, also für mich Natur ist sehr wichtig und ich liebe Natur und Naturklänge und Naturgeräusche. Und ich möchte durch die Musik irgendwie mit der Natur eins werden. Und ich suche solche Wege. Und beim Komponieren denke ich, wie ich meine ganze Dasein mit der Natur eins werde. Also als meine ganze Körper, mein Dasein ein Klang klingen wird. Das ist, denke ich, immer. Wo komponieren Sie am liebsten? Zu Hause. Ich habe eine Hütte in Nagano auf dem Berg, 1000 Meter hoch, im Wald. Dort kann ich am meisten gut komponieren. 2011 wurden von Ihnen ein Hornkonzert und eine Oper U aufgeführt. Was steht am 8. September im Radialsystem auf dem Programm? Der Titel heißt Singing Garden und das ist ein Auftrag von Jeremias Schwarzer
und Akademie für Alte Musik Berlin. Sie haben mir eine Aufgabe gestellt. Sie spielen die vier Blockflötenkonzerte von Vivaldi. Und ich sollte eine Zwischenmusik, zwischen vier Konzerte ein Intermezzo komponieren und noch vorspielen und nachspielen. Und habe ich so gedacht, diese vier Blockflötenkonzerte wäre wie ein Blumen. Und ich, mein Großvater war Ikebana-Lehrer, Blumenstecken-Lehrer. Und bei den Blumenstecken ist sehr wichtig, wo diese Blumen steckt. Und diesen Raum ist sehr wichtig. Also diese Blumen sollte am schönsten da gesteckt werden, aber dafür braucht man Raum. So habe ich also vier verschiedene Blumen von Vivaldi einen Raum, einen Ort komponiert, musikalisch komponiert, damit am schönsten diese Vivaldi klingen sollte.